Herzlich willkommen zu unserer Videoserie zum Thema Unternehmensnachfolge. Mein Name ist Matthias Ewert und in diesem Video erhalten Sie die Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen zum Thema Pensionszusagen. Was genau verbirgt sich hinter einer Pensionszusage? Wie Sie auf dem Schaubild erkennen können, erteilt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Pensionszusage. Da dies eine Verpflichtung in die Zukunft ist, werden in der Bilanz auf der Passivseite Rückstellungen gebildet. In der Regel spart der Arbeitgeber Vermögenswerte an, um die spätere Verpflichtung zu bedienen. Diese werden als sonstige Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz abgebildet. Um diese Vermögenswerte vor Insolvenz zu schützen, werden diese in der Regel an den Pensionsberechtigten verpfändet, was in der Handelsbilanz wiederum zu einer Saldierung der passiver und aktiver führt und in dieser nur noch die Differenz dieser beiden Posten aufgeführt ist. Die Höhe der auf der Passivseite gebildeten Rückstellungen sind abhängig vom Alter des Berechtigten, der zugesagten Leistung, aber auch vom aktuellen Marktzins. Wie genau beeinflusst der Marktzins die Rückstellungen? Dem Pensionsberechtigten stehen die zugesagten Leistungen verbindlich zu. Die Pensionszusage ist deshalb quasi ein Darlehen, das die Pensionsberechtigten dem Unternehmen gewähren. Für dieses Darlehen wird, wie bei normalen privaten Darlehen auch, ein Zins erhoben. Für die Handelsbilanz ist dies der sogenannte HGB-Zins, der vom aktuellen Markt abhängig ist und seit Jahren sinkt. Dieser sinkende HGB-Zins führt zu steigenden Rückstellungen in der Bilanz. Lassen Sie mich das mit einem Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einem Bekannten ein Jahr lang 100 Euro zahlen und diesen Betrag einmalig auf Ihrem Konto zurücklegen. Dies wären bei einem mit 0% verzinstem Konto 1.200 Euro. Jetzt stellen Sie sich vor, die Bank erhebt jetzt einen Negativzins, beispielsweise minus 0,5%. Nun erhöht sich der Beitrag, den ich zurückstellen muss. Dasselbe Prinzip gilt für die Rückstellung. Sinkende Zinsen führen zu steigenden Rückstellungen, was ein sinkendes Eigenkapital und damit auch die Reduktion des Unternehmenswertes zur Folge haben kann. Welche Herausforderungen gibt es im Rahmen des Unternehmensverkaufes noch? Eine weitere Herausforderung ist der Insolvenzschutz eines beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers. Während Ansprüche von normalen Arbeitnehmern über das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge geschützt sind, gilt dies für beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer nicht. Das heißt, der Insolvenzschutz muss über die Verpfändung der angesparten Vermögenswerte geregelt werden. Circa ein Drittel aller Pensionszusagen enthalten aber im Text den sogenannten Widerrufsvorbehalt. Dieser besagt, dass bei wirtschaftlicher Notlage eines Unternehmens die erteilte Pensionszusage jederzeit reduziert werden kann. Bei einer etwaigen Insolvenz kann der Insolvenzverwalter diese Klausel ziehen und die Pensionszusage auf null reduzieren. Damit verliert die Verpfändung ihren Bezug und ist unwirksam. Wenn es also keine Pensionsverpflichtung mehr gibt, fällt das hierfür bestellte Pfandrecht weg. Der Insolvenzverwalter kann das bisher verpfändete Vermögen verwerten und der Pensionsberechtigte verliert seinen Pensionsanspruch. Dies ist ein Beispiel dafür, warum sowohl die inhaltliche als auch die arbeitsrechtliche Prüfung der Zusage so wichtig ist. Ein weiterer Punkt. Angabegemäß sind 90% aller Pensionszusagen nicht ausfinanziert. Das heißt, die in der Bilanz angesparten Vermögenswerte reichen nicht aus, um die zugesagten Pensionszusagen vollständig zu bedienen. Ein letzter wichtiger Punkt ist das sogenannte Langlebigkeitsrisiko. Die nicht vorhersehbare Lebenserwartung des Pensionsberechtigten stellt ein nicht kalkulierbares Risiko dar. Wir reden hier also über höchst sensible Sachverhalte. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sowohl der Erwerber als auch der Übergebende ohne vorherige Analyse der Pensionszusagen schwer kalkulierbare Risiken eingeht, die dann die Übernahmegespräche bzw. die Kaufpreisverhandlungen erschweren und den Kaufpreis beeinflussen können. Welche Lösungsoptionen gibt es? Die Lösungsoptionen sind sehr vielfältig, können aber in drei Kategorien eingeteilt werden. Erstens der arbeitsrechtliche Eingriff, zum Beispiel die Herausnahme des gerade erwähnten Widerrufsvorbehaltes. Zweitens die Lösung innerhalb der Bilanz, zum Beispiel die Bildung von ausreichenden Vermögenswerten auf der Aktivseite, die die Lücke der eigentlichen Pensionszusage und den bereits bestehenden Vermögenswerten schließt. Und drittens Lösung außerhalb der Bilanz, zum Beispiel die Übertragung der Pensionsverpflichtung auf einen externen Träger.
Dies führt einerseits zur Auflösung der in der Bilanz gebildeten Rückstellung, sowohl zur Sicherung des Insolvenzschutzes, andererseits wird auch das Problem des Langlebigkeitsrisikos gelöst. Sollte der für die Übertragung notwendige Beitrag nicht vorhanden sein, kann die Lücke durch externe Liquidität, zum Beispiel Bankkredit, planbar geschlossen werden. Welche Auswirkungen haben diese Lösungsoptionen? Die Auswirkungen sind sehr vielfältig. Neben dem bereits erwähnten Insolvenzschutz sind es zum Beispiel bei der Auslagerung von Verpflichtungen auf einen externen Träger folgende. Erstens die Erhöhung des G&V-Gewinns nach der Auslagerung. Zweitens die Erhöhung des Unternehmenswertes. Drittens die Reduzierung der Administration und Abgabe der Verwaltung. Und viertens und nicht zuletzt die lastenfreie Übergabe des Unternehmens. Zusammenfassend kann man feststellen, dass im Rahmen der Unternehmensnachfolge folgende vier Themen den Umgang mit bestehenden Pensionszusagen maßgeblich beeinflussen. Erstens der aktuelle Marktzins, zweitens arbeitsrechtliche Themen, drittens der Ausfinanzierungsgrad der Pensionszusage und viertens das Langlebigkeitsrisiko. Unsere Empfehlung deshalb: Gehen Sie das Thema Ihrer Pensionszusagen rechtzeitig an. Sie haben dann die Zeit, Ihr Unternehmen hinsichtlich der Pensionszusagen sowohl emotional als auch kaufmännisch so aufzustellen bzw. auch zu restrukturieren, dass Sie für Übergabe bzw. Verkaufsgespräche gut gerüstet sind und Sie bezüglich der bestehenden Pensionszusagen entspannt in die Zukunft schauen können.